Eins, zwei, drei. Dry. 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 Sind dry. Unsere Datteln eigentlich dry? Ja, aber gut. Ja, die meisten schon. Ja? Außer einer. Also einer ist nicht ganz dry. Und wer ist der glückliche Gewinner? Die Bombonera. Jawohl! Von der Mann, oder? Ja. Guck mal, sieht sehr juicy aus. Ja, die heißt ja auch super, super juicy. Mhm. Und zwar wird die frisch geerntet, dann eingefroren und kommt quasi gefroren zu uns ins Lager. Mhm. Und wird dann auf dem Weg zu euch nach Hause quasi, taut sie auf. Die ist halt sehr, sehr, also kannst du ja mal maximal so richtig so ein bisschen so auf. Also die kommt aber tatsächlich nicht gefroren. Oh, ja, super juicy. Die kommt halt aber nicht gefroren jetzt bei mir zu Hause an, nee, sondern da ist sie dann schon aufgetaut. Genau. Richtig. Aber dann hat man halt echt wirklich eine fast frische Dattel zu Hause. Mhm. Also es ist halt wirklich auch eine ganz exquisite Sorte. Das ist eine Medjool-Dattel, gehört zur Medjool-Dattel, heißt Bombonera. Also man nennt sie auch Bonbon-Dattel, weil sie so von der Haut her, wenn man die so, ja, es ist halt so wie so ein Bonbon eingepackt, ne? Weil das ja kommt. Ja. Also die Haut, dadurch zeichnen sich Datteln ja zum Beispiel auch aus, wenn die Haut besonders intakt ist, also keine Risse hat oder nicht kaputt ist. Man sieht das hier bei einer anderen Dattel zum Beispiel, wenn ich die mal daneben halte, das ist jetzt diese Saya-Dattel, die ist halt nicht so ganz intakt, die Haut, ne? Ja. Also unterscheidet man quasi auch so. Sieht schon so aus, als wäre das so 20-jährige Kind und das wäre hier so die 80-jährige. Ja. Ist halt einfach viel mehr getrocknet, ist halt super frisch. Ja. Und man tut es halt innen drin auch, ne? Es ist halt echt super geil und super süß, ne? Ja. Richtig, richtig lecker. Die sieht aber ziemlich faserig aus. Schmeckt man das? Also die zergeht halt im Mund, also ich würde sagen nein. Ja. Weil die zergeht im Mund echt die Schokolade. So. Also es ist halt sehr, sehr. Ja, sehr, sehr soft, ne? Ja. Es geht auf der Zunge. Wie schön. Wow. Ja. Okay. Das ist die Bombonera, genau. Bombonera. Bombonera ist eine Art Medjool-Dattel und dann haben wir noch die traditionelle Medjool-Dattel. Wollen wir mal raten, wie das ist? Ja, genau. Man nennt sie auch Königsdattel. Oh. Ja, weil sich Königin Gleichberechtigung. Ja, also man kann sie auch die Königin der Dattel nennen. Okay, sehr gut. Also ich meine, machen wir es einfach so. Ja, Königin der Dattel. Genau, also die nennt man einfach so, weil sie besonders groß ist. Also man sieht das ja auch, sie sind fast gleich groß, ne? Die frische und die getrocknete. Und sie ist halt, schmeckt eher so karamellig, ne? Ja. Das ist auch eine ganz, fast intakte Haut, ne? Also nicht komplett, ne? Bei dir wahrscheinlich auch. Genau, dadurch zeichnet sie sich auch aus. Sie hat einen Stein in der Mitte. Deswegen ist sie so eher nicht so für den Smoothie. Also zum Reinschmeißen des Smoothie macht die echt. Das ist mir auch einfach viel zu schade. Ja, ja. Also was ich immer empfehle. Ja, auf jeden Fall. Die hat auf jeden Fall ihren Preis. Ne? Aber wenn man sie gegessen hat, weiß man auch tatsächlich warum. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und die schmeckt sehr karamellig und was ich immer so empfehle mit der Dattel ist, also man kann sie einfach so wegsnacken oder man schneidet sie auf, nimmt den Kern raus und drückt so eine Walnussblätter rein. Ja. Kann man so ein kleines Dessert machen, ist das super geil. Ja. Wenn ich ab und zu mal zum Party mit, das ist easy. Dann bin ich voll der Renner. Ich habe immer ein Dessert am Start. Voll beliebt. Ja, voll. Kann man das hier, das kommt nur vom Dings, ne? Also das könnte man ja eigentlich. Das ist quasi auch da, wo der Schlauch so drin sitzt, ne? Also das ist quasi die Wiese. Das nimmst du einfach raus. Ach so, okay. Also das ist jetzt, kann ich das jetzt auch nicht sterben. Nee. Okay. Nee. Also vom Dattelbaum ist es auch ganz interessant, wird auch alles verwendet. Also ach so. Man nimmt die Blätter irgendwie zum Feuern und aus der Rinde, da die zapft man an, um Palmwein zu ernten. Also es ist so ein Tausendsasser. Wein. Ja, Palmwein. Hast du schon mal getrunken? Nee. Mega gut. Wirklich? Ich stelle mir das richtig süß vor. Ja, ist es. Also Datteln sind ja auch süß. Ja, aber das schmeckt sehr lecker. Ja. Okay, apropos Stöcke. Was haben wir denn hier an dem Stöcke? Ja, also das ist Dattelbaum. Das ist die Viglenur. Die ist ein bisschen heller, daran erkennt man sie eigentlich immer ganz gut. Wir haben hier die, also die ist am Zweig noch, die ist dann so geerntet und so getrocknet. Also die ist immer noch ein bisschen saftiger als so diese entzweigte. Ja. Die hat noch einen Kern, die ist entkernt, also je nachdem, was man dann möchte. Ist auch die Viglenur ist auch so die Dattel, die man eigentlich so am häufigsten verwendet und auch am meisten im Handel findet. Kann man eigentlich für alles verwenden. Ne? Also man kann sie in Smoothie schmeißen, wenn sie entkernt ist. Oder man kann sie auch so wegsnacken. Ja. Und das ist halt was ganz Besonderes, dass man sie am Zweig bekommt. Ist halt dann wenig zerstört und
Ja, ist auch irgendwie nett anzusehen. Ne? Obwohl man die manchmal auch in den Packungen sieht, nur da sind sie auch aus, die auch an. Aber da sehen die doch mehr aus wie die, selbst wenn die beim Ja, dann ist die schon, wahrscheinlich älter, ne? Sehr durchgetrocknet. Ja. Oder es ist eine andere Sorte, das kann man natürlich immer nicht so pauschalisieren und auf den Verpackungen steht es ja auch nicht drauf. Ja. Es gibt richtig viele Dackelsorten, aber die Dickel nur, die findet man meistens immer. Ja, ja. Also die am Zweig hat jetzt noch einen Kern, aber die haben wir schon im Kern. Genau, also die ist ja perfekt, das ist so die. Ich sag mal so der Alleskönner, ne? Also unter den Datteln. Also die kann man gut auch irgendwie als Dessert wie die Joule-Dattel präsentieren, aber man kann sie halt auch easy peasy in den Smoothie schmeißen oder über das Müsli machen. Also einfach auch preislich der absolute Hammer. Ja. Eigentlich, ja. Und die ist halt auch ganz gut, um da so den Speckmantel rumzumachen, oder? Würdest du das empfehlen mit der? Nee, ich glaube, also wenn man es so richtig geil haben will, dann muss man schon die mit Joule nehmen. Glaubst du nicht, dass der Speck dann irgendwie auch so einen extrem saftigen Taste hat und dann ist es ein bisschen zu sehen? Das ist schon geil, wo ist schon. Ja. Aber man kann es genauso mit der. Ja, ja. Tatsächlich dafür für solche Sachen irgendwie die Medjool empfehlen. Echt, ja? Ja, würdest du die Medjool auch auf die Party mitnehmen, ja? Immer, klar. Echt, ja? Ja, ja die Medjool. Also, wir sind wie meine Freunde nicht mehr. Ja, gut. Du kannst dich ja dritteln oder so. Vier von vier. Hast du natürlich eine Mikrodatel. Aber das ist schön. Also klar, also man kann auch die ist super, aber die ist halt auch ein bisschen bissfester. Ne? Also ich finde das natürlich, also ich mag zum Beispiel meine Lieblingsdatteln ist tatsächlich die Masafati, also, um mal gleich nochmal den Schwenk zur nächsten zu machen. Oh. Die ist halt sehr gatschig, nenne ich sie immer. Ja. Ich mag das halt gerne. Ja. Also die ist super juicy. Ja. Man die so auch, da merkt man halt auch, dass sie geht halt super, die ist nicht so faserig, ne? Und ja. Wenn man sie reinguckt, ist halt sehr dunkel. Ja. Also man sieht hier auch ja die verschiedenen Farben und Nuancen. Mhm. Die ist halt fast schwarz so. Und die ist halt sehr, sehr saftig, ne? Ja. Also sehr. Also als ich die probiert habe, ich muss da ein bisschen gegensteuern. Ich mag die nicht, weil für mich hat die keine Struktur. Ja, also nehme sie eher den Mund und dann ist sie weg. Ja, so. Ich mag das ganz gerne. Aber die ist halt sehr, also ja, das ist halt so eine Dattel, wenn man es. Lieber matschig machen. Ja. Wenn es lieber bissfest macht, dann nimmt man eher die Dicke nur. Ja, ich fand die auch ganz gut bissfest. Ich habe mir die nämlich. Die Seierdatte? Ja, ich habe mir die nämlich in den Kühlschrank tatsächlich gepackt. Ja. Und dann hat die bei mir auch besser irgendwie geschmeckt. Also die noch ein bisschen mehr Biss irgendwie, war nicht so karamellisiert von außen irgendwie. War nicht so, also da hat sie mir schon echt extrem gut geschmeckt. So Zimmertemperatur mache ich die nicht so gerne. Ja, aber die ist halt auch, die haben ja einen 10-Kilo-Pack, glaube ich. Mhm. Und ja, das ist auch eine recht günstige Dattel. Also ja. Wenn man so süßen möchte, so im was kann man Bananenbrot zum Beispiel, oder, oder halt, wenn man diese Energy Balls machen möchte oder so. Ja. Das ist auf jeden Fall eine super Dattel, um da richtig Masse zu produzieren. Ja. Vor allem preislich gesehen. Ja. Genau. Und dann haben wir noch die hier. Die sieht so aus. Sieht ein bisschen aus, als hätte sie eine Hautkrankheit. Ist jetzt sehr hell. Ja, aber das ist ja tatsächlich hier alles schön karamellisiert, ne? Ja, sieht also schön aus. Ja, also das will man ja eigentlich gar nicht. So richtig karamellisiert ist das nämlich gar nicht. Das ist halt einfach nur getrocknet, ne? Also so richtig kaputt ist ja auch nicht die Haut. Nee, nee, also die geht schon so aus. Ja, die geht halt schon aber so ab in so einem ganzen Stück irgendwie. Ja, genau. Also sie ist halt auch ein bisschen bissfester, ne? Ja. Also das ist jetzt keine Masafati oder so. Die ist halt hell und sie hat echt einen ganz anderen Geschmack. Die ist nicht so super, super süß. Ja. Ne? Also sie ist eher so ein bisschen, ja, wie kann man es beschreiben vom Geschmack her? Na, die ist halt irgendwie was für, ja, all die, die halt deine Dattel so zu süß finden, ist dann sowas. Also ist ein bisschen neutraler, nicht so. Also sind alle süß. Ja. Also wir reden jetzt auf hohem süßen Niveau. Ja, klar. Ja, aber ja, ja. Wäre es nicht so super. Aber die ist ja so ein bisschen milder. Mhm. Ist halt nicht genau. So, ja. Ja, das stimmt. Genau. Und ich mag ja die, die hier ganz. Die kleine Flamme. Die kleine Flamme. Die Flamme. Flamme. Ich hatte gerade eben, als ich es gesagt habe, ich so, hä? Flamme? Die kleine Flamme. Ja, die mag ich ganz gerne. Ja, schon. Ja, die ist ja hier 1001-Nacht-Traum. Oh. Ja, also der Prophet sagt es. Ja, guck mal, aber die hat hier auch ein bisschen nach Lavina genommen. Ja. Genau. Kleine Flamme. Ach, ich weiß, das finde ich auch. Ja. Ja. Und zwar der Medina genommen. Medina, weil da haben nämlich die Frauen immer alle so ein glückliches Leben geführt. Und dann ist er da hingegangen und wollte rausfinden, warum.
und ist dann zurückgekommen und meinte, es ist, weil sie jeden Tag mindestens also eine glaube, Familie. Nee, ich glaube, die haben irgendwie 7 gegessen oder so und er hat sich herausgefunden, dass so das glücklichste Verhältnis sind 5. 5. Seitdem genau. Sagt man so, auch weil man ja immer auch fragt, das ist ja auch mal eine beliebte Frage, wie viel darf ich denn davon essen? Ja. Und wenn irgendwie eine Bombonera gegessen hat, dann denkt man so, okay, das ist mein Anruf. Ja. Aber so, man sagt so 4-5 Datteln ist völlig genug. Ja. Ich esse halt so ungefähr 10 von denen am Tag, das erklärt auch eine Menge, oder? Ja. Wenn du das gut abkannst, ne? Also. So, ja, für jeden, der sich fragt, warum ist Julia denn so, wie sie ist, weil sie 10 von diesen. Ja, wobei, die ist ja super klein, ne? Ja. Also, wenn du jetzt mal gegen, guck mal. Also, das ist schon, das muss man auch schon. Oh. Das ist ja quasi dreimal eine. Guck mal, das ist genauso wie Julia mit 1,83 und Nicole mit so, was? 1,65. Nicht mal die 1,70. Nein, aber hoch, würde ich sagen. Muss das bei den Landen vielleicht auch? Ja, vielleicht. Genau. Ja, aber wie gesagt, die wird auch getrocknet. Mhm. Die werden alle sonnengetrocknet. Genau. Die trocknen aber, ja. Und dann werden die zu dir nach Hause geliefert. Ja, in unterschiedlichsten Verpackungen. Das war okay. Mir nichts gesagt, aber es gibt halt, ja. Also die Bombonera wird, glaube ich, jetzt in 3 Kilo, ich glaube 3 Kilo. Mhm. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Die haben in 5 Kilo, die Saya Double in 10 Kilo zum Beispiel, die Delenur entsteigt in 1 Kilo. Ja. 2, glaube ich, in 3. Ja. Sind unterschiedliche Verpackungen, ja. Je nachdem. Aber warum werden denn die Datteln nicht in einer schönen Koro-Box eingewickelt? Ja, das ist tatsächlich ganz großer Plan. Also normalerweise kennt ihr das ja, dass wir, dass das unsere Produkte sind und mit unserem Label gelabelt sind. Aber bei den Datteln ist das sehr speziell. Also die Dattelhändler, also wir beziehen das von unterschiedlichen Produzenten und die verpacken das vor Ort. Also das geht halt alles immer ganz schnell. Mhm. Das wird geerntet, dann wird das verpackt und quasi exportiert. Ja. So. Und wenn man da einen eigenen Karton machen möchte, muss man auf jeden Fall eine eigene Dattelplantage haben. Ja, ja. So gefühlt. Ja. Und, aber wir sind da dran und wahrscheinlich wird es im nächsten Jahr da auch einen eigenen Karton geben. Ja, aber man muss sich auch überlegen, wenn wir das jetzt alles dann noch einpacken würden, dann hätten wir wieder mehr Transportwege, ja. Dann würden wieder die Dattel überall hier stehen. Deswegen haben wir auch gesagt, das ist für uns völlig in Ordnung. Ja. Genau. Aber da sind wir trotz alledem dran, weil natürlich, umso mehr man da quasi auch an den Mann bringen kann, umso besser kann man verhandeln, umso bessere Preise können wir anbieten. Genau, und umso bessere Kartons vielleicht auch. Ja, das kommt ja sowieso auf die inneren Werte an. Genau, bei der Super Juicy auf jeden Fall. Ja, na gut. Ja, haben wir noch irgendwas vergessen? Was ist wichtig? Warum ist man da denn? Na, es ist ein guter Energielieferant. Zum sehr Beispiel. Guter Energielieferant, ohne dass man den Zuckerspiegel jetzt mit weißem industriellen Zucker total hoch fährt und dann irgendwie abstürzt. Ja, und man hat eine natürliche Süße, ne? Also das ist halt auch cool. Ja. Und es ist tatsächlich auch, also die Nährwerte sind gar nicht so zu unterschätzen bei den Datteln, weil die haben ganz viele Mineralstoffe, unter anderem auch Selen. Also alle die Selenmangel haben oder nicht wissen, wo sie ihr Selen herbekommen, ist ja ganz wichtig und immer wieder ein Thema. Ja, Thema ja. Genau, viele nehmen ja die Paranuss dafür. Weil das ja unser Selengeber ist, aber auch die Datteln haben recht viel Selen. Ja. Zum Beispiel. Ja. Und das ist halt das Gute irgendwie im Netz, zumindest zu den Zucker. Ne? Und man hat auch ein bisschen was, also keine leeren Kohlenhydrate, die man in sich rein fährt. Ja. Und dann kann man richtig loslegen und schnell via Blitz irgendwo hinjoggen. Achso, deswegen isst du mal 10 davon. Und joggst dann zur Arbeit, oder? Nee, weil ich mach's irgendwie. Ich sag ja, du würdest es machen. Ich sehe mal deine Instagram-Story. Man darf ich die Geschichte kurz erzählen. Aber ich so, hab ich letzten Tag dann Nicole ihre Instagram-Story gesehen. Und dann war das, was hast du da mal? Lunge an, Kopf aus. So doof. Ja, also. Also, ja, also mit diesen Datteln, 10 davon, dann könnt ihr eure Lunge anschreiben und dann kommt raus. Ist die Bescheid. Sehr gut, das ist ein sehr gutes Ende. Ja, oder? Ja, vielen Dank dafür. Ja, kein Problem. Ich werde mir Mühe geben, bei den Insta-Stories. Ja, ich danke dir und ich erzähle dann, was in der Insta-Stories in der nächsten Folge von diesem Expertenkommentar. Perfekt, ich freue mich drauf. Okay, ich mich auch. Check.